Einschulung in Krisenzeiten. Für die Erstklässler in Mecklenburg-Vorpommern und die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig beginnt ein besonderes Schuljahr. Nach Corona-bedingten Einschränkungen, Homeschooling und Sommerferien sind die Kinder zurück in der Schule. Mecklenburg-Vorpommern wagt seit vergangenem Montag als erstes Bundesland die Rückkehr zum Regelunterricht. Wir haben uns ja wirklich lange nicht mehr gesehen jetzt und deshalb finde ich es im Augenblick noch ganz okay. Ich freue mich einfach, dass ich alle wiedersehen kann und dass alles wieder ein bisschen in den normalen Alltag kommt, auch wenn wir viele Sachen beachten müssen. Um das Infektionsrisiko zu verringern, werden die Schüler in feste Gruppen eingeteilt. Diese sollen sich innerhalb der Schule nicht begegnen. Außerdem müssen Schüler ab der 5. Klasse auf den Fluren eine Maske tragen. Für die Grundschüler gilt diese Regel nicht. Also ich freue mich, dass die Schüler alle wieder so zusammen sind, auch wieder so in einem Raum sein können. Andererseits weiß man nicht, was kommt. Wird es Fälle geben? Wird es weitere Einschränkungen geben? Wird es weitere Lockerungen geben? Neben der politischen Verantwortung für ihr Bundesland hat Manuela Schwesig auch mit einer eigenen Krise zu kämpfen. Im vergangenen Herbst macht sie ihre Krebserkrankung öffentlich. Während der Corona-Zeit steckt sie mitten in der Therapie. Auch die Öffnung der Schulen betrifft die Ministerpräsidentin privat. Ihr Sohn besucht die 8. Klasse. Trotz der aktuell wieder steigenden Infektionszahlen in Deutschland sieht sie keinen Grund, von der Öffnung der Schulen abzusehen. Ich bin sowohl als Mutter sowie als Ministerpräsidentin zuversichtlich, dass wir diesen Schulstart gut vorbereitet haben und bedanke mich bei allen, die sich da reingehangen haben. Und ich habe noch nie so viele Schüler, übrigens auch in den großen Klassen, erlebt, die sich auf diesen Schulstart freuen. Denn wir haben alle in den letzten Wochen erlebt, was es heißt, wenn Schule nicht stattfindet. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei mir sind, Manuela Schwesig. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Hayali. Gut erholt, gut gestärkt aus dem Urlaub zurück und natürlich gleich ran an die Arbeit. In Ihrem Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern, haben die Schulen als allererstes begonnen. Auch Sie haben eine Maskenpflicht eingeführt in Ihrem Bundesland ab der 5. Klasse, aber eben nicht, wie in Nordrhein-Westfalen, auch im Unterricht. Warum nicht? Wir haben uns entschieden, hier moderat vorzugehen. Es gibt ja mehrere Sicherheitsstufen für die Schulen. Und die allererste ist eigentlich gar nicht die ganzen Maßnahmen in der Schule, sondern Kita und Schule sind am sichersten, wenn außerhalb von Kita und Schule die Infektionszahlen gering bleiben. Wir sind das Bundesland mit den geringsten Infektionen von Anfang an bis heute. Bayern hat 8-mal mehr als wir zum Beispiel. Und deshalb ist die Voraussetzung für den Schulstart zum einen gut. Wir arbeiten mit freiwilligen Tests für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für nichtpädagogisches Personal wie Hausmeister und Sekretäre zum Beispiel. Und wir haben die Klassen getrennt. Also wir sagen, wenn Klassenstufen zum Beispiel auf dem Schulhof sind, dann ist die 5., 6., die 7., 8., also die 5. und 6. zusammen, die 7. und 8., die sind getrennt auf den Schulhöfen. Und deshalb haben wir gesagt, da, wo sie sich aber begegnen, Maskenpflicht. Und erst ab der 5. Klasse, weil Untersuchungen zeigen, dass die Ansteckungsgefahr von Coronavirus und die Weitergabe bei den Kindern bis 10 nicht so stark ist. Und deshalb haben wir uns entschieden, hier moderat ab Klasse 5. Eines Ihrer Kinder geht ja auch in die Schule. Und Sie sind, darüber reden wir gleich noch, Risikopatientin. Haben Sie ein bisschen mulmiges Gefühl? Ich habe keine Angst, aber ich bin immer dafür, vorsichtig zu bleiben. Und ich bin aber zuversichtlich, dass es klappt. Weil nochmal, die Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern sind von Anfang an wesentlich geringer als in anderen Bundesländern. Das gebe ich zu, wenn ich jetzt Ministerpräsidentin von Bayern oder NRW wäre, da würde ich noch sorgenvoller sein. Aber wir sind sehr vorsichtig. Deshalb haben wir zum Beispiel auch diese Woche entschieden, dass es keine weiteren Lockerungen gibt, weil der Start von Schule und Kita geht vor. Ich finde, jetzt sind mal die Schüler dran, die Kinder, die Familien. Und Sie haben es angesprochen. Mein Sohn geht auf eine öffentliche Schule in der Stadt Schwerin. Das ist eigentlich wie eine Großveranstaltung. Da sind 700 Schülerinnen und Schüler zusammen. Wow. Und dort gelten aber genau diese Regeln. Und ich habe einen riesen Respekt, muss ich wirklich sagen, vor den Lehrerinnen und Lehrern. Die haben das alles abgetrennt, die Klassen. Und er ist fröhlich hingegangen, obwohl er auch zu den größeren Schülern gehört, die sich um eine Woche mehr Ferien gefreut hätten. Und er kam zurück und hat gesagt, es läuft.
im Herbst 2019, und auch davor haben viele dann Respekt auch Ihnen gegenüber gezeigt, haben Sie Ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Im Juni diesen Jahres war klar, Sie haben es überstanden. Haben Sie auf die Pandemie, auf Maßnahmen, Einschränkungen anders geguckt? Hat Ihre eigene Erkrankung Sie in irgendeiner Art und Weise beeinflusst dabei? Ich hätte alle Entscheidungen genauso getroffen, auch ohne die Krebserkrankung. Für mich war von Anfang an klar, eine solche Pandemie, die ja nicht irgendwie langsam sich steigert, sondern richtig heftig kommt, muss man sofort draufhauen. Und wir hatten ein bisschen den Vorteil, dass wir im Norden noch 14 Tage Vorlauf hatten und wir haben sofort reagiert, sodass wir das abgeschnitten haben. Und ich gehöre generell zu denen, die klare und konsequente Linien verfolgen. Aber ich konnte mich gut reinversetzen in die vielen tausenden Menschen, die schon schwer erkrankt sind. Und ganz ehrlich, wenn man gegen eine schwere Erkrankung kämpft, hat man nicht Interesse, noch Coronavirus zu bekommen. Hatten Sie auch Verständnis für all diejenigen, die bis heute sehr wütend, frustriert und auch, man muss es sagen, traurig sind, weil sie zum einen vielleicht nicht zu ihren Angehörigen konnten in Pflegeheimen, weil wirklich wichtige Operationen auch fair und aufgeschoben sind? Konnten Sie das nachvollziehen? Total. Wir werden ja oft gefragt, was war die schwerste Entscheidung? Und für mich war definitiv die schwerste Entscheidung, die Besuchsrechte in Pflegeheimen und Krankenhäusern einzuschränken. Ich bin selber kurz bevor es losgegangen ist, aus dem Krankenhaus gekommen und hatte zum Glück meine Tumor-OPs hinter mir und habe in dieser Zeit erlebt, was es bedeutet, wie wichtig es ist, in solchen dunklen Momenten, dass die Familie da ist, und zu sagen, ihr könnt da jetzt nicht hin, ist eine ganz, ganz schwere Einschränkung. Ich bin froh, dass wir hier wieder geöffnet haben. Aber ich will es auch deshalb deutlich sagen, weil ja viel auch diskutiert wird. Wir haben es ja eben gesehen, auch zum Beispiel gegen die Maskenpflicht. Ich will ganz deutlich sagen, es gibt wesentlich mehr Menschen, die viel Härteres durchmachen. Das sind zum Beispiel die Älteren, die Kranken, die nicht so viel Besuche haben konnten, wie sie es eigentlich bräuchten. Die Diagnose, Frau Schwesig, war ja sicherlich ein Schock. Sie sind eine junge Frau. Ich kenne es selber von zwei Freundinnen, die das in einem ähnlichen Alter auch erlebt haben. Und man muss sich erst mal sortieren, wie geht man mit der Familie um, was macht man mit den Kindern und vieles, vieles mehr. Und Sie sind vor die Presse getreten und haben das öffentlich gemacht. Warum? Also dahinter steckte wahrscheinlich keine Erwartung. War das für Sie so eine Art Reinigung oder wie muss man sich das vorstellen? Ich habe ja ein öffentliches Amt. Ich bin Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und ich bin immer sehr dafür, dass die Menschen wissen, woran sie sind. Und es war ja auch klar, dass man eine solche Erkrankung nicht einfach mit links und 40 Fieber macht, sondern dass ich vielleicht bestimmte Termine nicht wahrnehmen kann, weil ich zur Therapie muss. Und ich bin generell jemand, der immer sehr offen die Karten auf den Tisch legt. Und es war mir einfach wichtig, offen damit umzugehen. Und ich war extrem positiv überrascht über die hohe Anteilnahme. Und das hat mir auch wahnsinnig viel Rückhalt gegeben in dieser Zeit, dass Bürgerinnen und Bürger geschrieben haben, mir Glücksteine geschickt haben und ein Blumenmeer. Und ich kann mich noch gut erinnern, in diesen Tagen denke ich oft dran, weil es fast ein Jahr her ist, als ich die Diagnose bekommen habe. Es ist ein wahnsinnig schwerer Schock für einen selbst und die Familie. Aber wenn man dann mit Ärzten spricht, mit Therapeuten, was ist möglich, dann gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt keine Garantie, dass es gut geht, aber es gibt die Chance. Und das will ich heute Abend sagen, für diejenigen, die vielleicht gerade in diesen Tagen auch eine solche Diagnose bekommen haben, es lohnt sich zu kämpfen. Und Sie haben gekämpft und Sie hatten großen Rückhalt durch Ihren Mann, auch durch Ihre Kinder. Wie sind Sie im Laufe des Prozesses mit Ihren Kindern vor allen Dingen umgegangen? Also ich habe mit meinen Freundinnen, ich hatte es gerade schon erzählt, aber auch dann, wie reden wir mit ihnen? Kann man denen das zumuten? Man kann Kindern sehr viel zumuten, weil sie so unbedarft sind. Trage ich eine Perücke, trage ich keine Perücke? Sie haben sich zum Beispiel für eine Perücke entschieden, für sich selbst oder für die Kinder? Oder? Also diese Frage, wie sage ich es den Kindern, war die Frage, die mich auch am meisten umgetrieben hat, auch mein Mann. Und natürlich haben wir nächtelang auf dem Sofa gesessen und überlegt, wie machen wir das eigentlich alles? Und ich bin total positiv auch überrascht gewesen, wie Kinder es annehmen und auch doch wegstecken. Man hat da wahnsinnige Angst vor. Mein Sohn ist ja jetzt 13, der versteht natürlich, was eine Krebsdiagnose bedeutet. Für ihn war wichtig, dass ich den Satz, Mama hat Krebs, gleich ergänze mit dem Satz,
aber ich werde wieder gesund. Ich war da von Anfang an zuversichtlich, obwohl ich wusste, dass es keine Garantie gibt. Und dass er gesehen hat, dass ich auch regelmäßig zu den Therapien gehe, mir mehr Zeit dafür nehme. Mhm. Das hat ihn schon, glaube ich, auch dann beruhigt. Meine Tochter ist 4, das haben wir einfacher erklärt. Mama hat Aua an der Brust und geht jetzt immer zum Arzt. Und oft kam die Hausärztin auch zu mir, wenn sie etwas begleitet hat in der Therapie. Und ja, da war meine Tochter Feuer und Flamme. Wenn die Ärztin kam, war alles toll. Und sie will jetzt selber Ärztin werden. Also die Kinder, es ist wirklich so, sie stecken es. Vielleicht hat der Teddy mehr Spritzen abbekommen und wurde besser noch umsorgt. Der Teddy wurde parallel behandelt aus dem Kinderarztkoffer. Und er hatte es schwerer als ich, definitiv. Aber auch da möchte ich Mut machen. Ich glaube, jeder muss selbst seinen Weg finden, das ist klar. Andere sagen, nee, ich ziehe mich zurück. Aber dieser offene Umgang und die Ehrlichkeit gegenüber den Kindern ist wichtig und hilft. Haben Sie denn den Tag, als Sie dann erfahren haben, Sie haben es überwunden, Sie haben es überstanden, haben Sie den gefeiert oder war das eher ein ruhiger Moment für Sie? Also man stellt sich das ja so vor, nicht? Wenn ich das alles hinter mir habe, dann gibt es eine große Fete, die hätte es jetzt auch nicht geben können wegen Corona. Ja. Aber es war ganz anders. Ich bin zur Abschlussuntersuchung gefahren und nach Hause gekommen. Und es war ein warmer, schon so ein vorsommerlicher Tag. Und da saßen wir abends im Garten und haben einfach gegrillt und saßen ganz still und ruhig zusammen und waren total glücklich. Und oft habe ich, wenn es schwierig war in der Therapie, auch mal die Augen zugemacht und gedacht, ja, im Sommer ist alles vorbei, dann bist du mit der Familie im Urlaub. Und als ich jetzt auf Hiddensee an der Ostsee war, da war echt so ein Moment am Meer, wo ich dachte, wow, jetzt ist es so. Die Frage ist ja auch, in der Politik geht es vor allen Dingen auch um Macht, um Stärke. Jetzt haben Sie sich eben auch vor die Presse gestellt, Sie sind offen damit umgegangen. Wie viel Schwäche, auch gerade als Frau, darf man sich denn eigentlich leisten? Man darf sich gar keine Schwäche in der Politik leisten. Ich glaube nicht, dass man mir Fehlentscheidungen oder schlechte Politik verziehen hätte, nur weil ich gerade an Krebs erkrankt bin. Da habe ich mir überhaupt gar keine Illusionen gemacht. Und deswegen war es für mich von Anfang an wichtig, dass ich auch die Arbeit gut mache, also dass ich das auch packe. Haben Sie zwischendurch mal den Moment gehabt, wo Sie gesagt haben, vielleicht packe ich es doch nicht? Ich habe mir das vorher gut überlegt. Ich weiß ja, was so ein Amt bedeutet. Deswegen war ich auch sehr offen, habe das eben offen mit meinem Team besprochen, mit der Landesregierung und den Ministerinnen und Ministern. Und wir haben ganz klar miteinander besprochen, wann bin ich in der Therapie, wann vertreten Sie mich bitte. Und es hat geklappt. Ich hatte wirklich Unterstützung. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Und zum Schluss kam Corona dazu. Das war heftig. Und ich bin sehr froh, dass es trotz dieser Erkrankung gelungen ist, das Land doch durch diese Corona-Krise bisher gut zu steuern. Hat Sie die Krankheit in irgendeiner Weise verändert? Sagen Sie jetzt auch bei ein paar Sachen, Mensch, komm, lass mal fünfe gerade sein. Früher haben Sie sich darüber aufgeregt oder so. Sind Sie ruhig? Kann man das überhaupt schon sagen? Keine Ahnung. Ja, ich hatte ehrlich gesagt noch gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, weil wir direkt in der Bekämpfung der Corona-Krise sind. Aber natürlich ist es so, dass man das Leben viel mehr wertschätzt. Und so ganz einfache Momente sind für mich total wichtig. Also mit der Familie frühstücken. Und wir hatten ja 20. Hochzeitstag. Und da freut man sich einfach, dass das aber hoffentlich weiter so bleibt. Die Sinnfrage, warum mache ich das? Das ist alles, ach, das mit der Politik. Ich mache jetzt vielleicht mal was. Sie wollten eigentlich Erzieherin werden zum Beispiel. Also, ja, das ist eine spannende Frage. Und ein Bekannter hat mir mal gesagt, ja, Manu, wenn du da durch bist, dann musst du dir was Tolles vornehmen. Einen Berg besteigen oder eine Radtour. Ich sage, nein, ich will eigentlich nur mein Leben, so wie es ist, fortführen dürfen. Ich habe eine tolle Familie, ich habe einen aufreibenden, aber wirklich einen super Job. Ich meine, 30 Jahre Deutsche Einheit im freien Land. Ich bin ein Kind der Wende, dass ich ein Land regieren darf. Das ist wirklich für mich was Besonderes, auch in diesen schweren Zeiten. Was macht so etwas mit einem? Es macht einen stark und demütig zugleich. Man hat gesehen, dass man zusammen mit Unterstützung auch so etwas bekämpfen kann. Das hat mich einerseits gestärkt, aber es hat mich auch sehr demütig gemacht, dass man dankbar für Gesundheit sein sollte und auch für das Leben, was ich habe. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind und auch vor allen Dingen für Ihre Offenheit und auch für das Vertrauen. Dankeschön. Und wünsche Ihnen zum Schluss, Sie haben es gerade selber gesagt, das, was wir alle immer einfach so für selbstverständlich nehmen, unsere Gesundheit. Und ich wünsche Ihnen viel Gesundheit für die nächsten 194.000 Jahre. Manuela Schwesig, vielen Dank für Ihren Besuch.
Das wünsche ich Ihnen auch. Danke sehr.